In ihrer Mittagspause wollen Christian Reuter und Arne Schneider vor der Wache Köln-Mülheim frische Luft schnappen, als sie plötzlich eine anscheinend hilflose Frau entdecken. Was ist los? Junge Dame, brauchen Sie einen Arzt? Kann ich ihn? Kriegen Sie Luft? Atmen Sie mal tief ein, die Arme nach oben tief ein- und sind ausatmen. Sind Sie aus dem Rollstuhl gefallen, was? Können wir Ihnen wieder reinhelfen in den Rollstuhl? Der gehört nicht mir. Der ist nicht Ihnen. Okay. Möchte trotzdem mal aufstehen. Ja, dass ich hinstellen können. Können Sie sich ja trotzdem da reinsetzen, dann brauchen Sie nicht auf dem Boden sitzen. Oder geht's? Setzen Sie sich ruhig mal da rein, ich halte ihn noch fest. Ja. Brauchen Sie einen Arzt? Geht's Ihnen gut? Mein Mann. Wo ist mit dem Mann? Ich sehe jetzt hier niemanden. Ihr Mann braucht einen Arzt oder was? Ja, wir hatten einen Unfall. Ja? Hier direkt oder wo? Nee. Wir hatten einen Unfall am Baumarkt. Na gute See vorne. Wie sind Sie dann hierher gekommen? Ich bin hierher gelaufen. Ja. Sie sind gar nicht auf den Rollstuhl angewiesen, nee, oder was? Nee, der gehört dem anderen Mann. Wir haben den aus Versehen. Wir haben den angefahren. Ach so. Sie haben den Rollstuhl angefahren mit dem Mann da drin. Wo sind jetzt dann Ihr Mann und die verletzte Person? Der wollte ihn zum Krankenhaus bringen. Mit dem Auto oder okay. was? Und dann kam er aber nicht mehr wieder. Ich hab 3 Stunden gewartet. Das heißt, drei Stunden ist er weg. Ja. Und Sie waren auf dem Weg zu uns jetzt oder was? Ja, genau. Ah, okay. Ich habe mir Sorgen gemacht. Was ist? Können wir Ihren Mann mal anrufen? Ich hab's schon versucht. Er geht einfach nicht ans Handy. Ja. War die Person, die dann im Rollstuhl saß, war die denn schwer verletzt offensichtlich? Oder haben Sie da was erkennen können? Wir haben ihn einfach sofort ins Auto gepackt. Okay, er war aber ansprechbar. Ja, und mein Mann, der ist einfach direkt zum Krankenhaus prinzipiell los. Ja nicht schlecht, aber kann man ja auch noch Rettungswagen rufen. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, wir die Situation. Wir haben gar nicht lang gefackelt, wir haben einfach reagiert. Und Sie sind die Frau? Ich bin Jasmin Nolte. Frau Nolte. Und mein Mann ist Finn Nolte. Okay. Also, ich weiß nicht. So, wir haben ein paar Möglichkeiten, wie wir Ihren Mann ausfindig machen können. Autokennzeichen, Autofabrikat, haben Sie alles? Ja, wir haben einen roten Citroën C1 okay. mit dem Kölner Kennzeichen PM612. Okay, da würden wir dann mal am besten reingehen. Sie wollten zu uns und dann können wir dann die erforderlichen Maßnahmen treffen. Die Frau Nolte hatte hier, wie sich nachher herausstellte, mehrere Stresssituationen zu bewältigen. Aus diesem Grund hat sie tatsächlich angefangen zu hyperventilieren. Trifft man auf solche Menschen, ist dieses altbewährte Mittel tatsächlich immer noch das Beste. Eine leere Brötchentüte, den Leuten vor den Mund halten, da reinatmen, beruhigend auf sie einwirken und dann legt sich das in der Regel. Also das ist ja nicht Ihre, haben Sie gesagt, hä? Richtig? Nee, der war von dem Mann, den wir aus Versehen angefahren haben. Okay. Sascha Weiß. Hannawaldsverein. Das habe ich gerade am Rollstuhl gefunden. Aha. Das ist ja so ein Karnevalspass oder so, Karnevalsverein. Das war von dem Besitzer von dem Rollstuhl, das hing da dran. Kennen Sie den Namen Sascha Weiß? Der Name sagt mir gar nichts. Gar nichts? Also, okay. Sehen Sie nicht. Noch nie gehört. Okay. Na gut, dann kommen wir da gleich noch mal drauf zu sprechen. Dann versuchen wir den mal ausfindig zu machen. Sie hatten ja gesagt, Sie sind die Frau Nolte, richtig? Schicke ich mal gerade eine Streife dahin, ne? Genau. Genau, ich bin Jasmin Nolte. Ich habe ein Bild auf dem Handy von meinem Mann. Hilft Ihnen das vielleicht? Ja, das wäre nicht schlecht, wenn Sie mir das mal zeigen könnten. Ich kann Ihnen auch direkt die Handynummer mit dazu geben. Ja, vielleicht. Das wäre super. Dann können wir da mal anrufen. In welches Krankenhaus die fahren wollten, hat er nicht gesagt. Nee, das leider nicht. Okay. Also, das ist mein Mann. Ja, okay. Nur wenig später ist eine Streife vor Ort in Köln-Kalk. Guten Tag. Die Polizei, wie unschwer zu erkennen. Frau? Lange, Astrid Lange. Frau Lange? Ja. Wir suchen den Sascha Weiß. Okay. Der soll nämlich in einen Unfall verwickelt sein. Ein Unfall? Ja. Nein, das kann nicht sein. Warum? Oder? Ja, warum kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen. Im Prinzip gilt er zurzeit als vermisst. Er soll mit einem Herrn Nolte... Okay. In einen Unfall verwickelt worden sein.
Und ja, wir sind jetzt zur Wohlanschrift von der Leitstelle geschickt worden, um mal zu ermitteln, ob er denn jetzt hier ist oder ob auch der Herr Nolte hier ist. Nee, der ist nicht hier. Aber der Weiß, der wohnt schon hier, das ist schon richtig, ne? Ja, schon, und ja. Wie stehen Sie im Verhältnis mit dem Herrn Weiß? Sind Sie Frau, Schwester? Nee, ich bin seine Freundin. Also wir sind zusammen und ich bin bei ihm zu Hause und ich warte eigentlich die ganze Zeit jetzt schon auf ihn. Sie sind aber nicht hier gemeldet? Nein. Sie sind jetzt gerade nur durch Zufall hier und Sie warten auf ihn? Genau, ich warte auf ihn auch schon etwas länger, weil er hatte eigentlich eine Überraschung für mich geplant. Dann versuchen Sie den mal telefonisch zu überraschen. Vielleicht kriegen wir dann raus, wo er ist. Machen Sie das gerade mal, dass Sie ihn mal versuchen zu erreichen? Das habe ich eigentlich schon des Öfteren versucht. Haben Sie schon? Nur, ja, klar, sicher. Wann das letzte Mal? Vor einer halben Stunde. Eine halbe Stunde. Also wenn ich jetzt wüsste, wo meine Frau wäre und die wäre unterwegs, würde es nicht erreichen, dann würde ich halt alle paar Minuten mal versuchen. Na gut, aber es geht ja eigentlich auch um eine rasche Überraschung, ne? Also gut, alles gut. Also, wenn Sie auf jeden Fall die Möglichkeit haben, dass er dann irgendwann hier aufschlägt, dass Sie bitte kurz in der Dienststelle anrufen und sagen, der ist jetzt hier, sollen wir so verbleiben, dann wissen wir wenigstens, was Sache ist. Aber wissen Sie, dass irgendwas Schlimmes passiert ist? Ist eh so ein armer Kerl, der mit seiner Vorerkrankung schon eine Diagnose. Was hat er denn? Multiple Sklerose. Okay. Also deswegen sitzt er dann auch, so wie wir wissen, im Rollstuhl. Ne? Genau. Kann das sein? Gut. Ja. Aber dennoch, wie der Kollege schon sagt, versuchen Sie bitte, ihn zu erreichen. Ja. Wenn Sie ihn erreicht haben und wir uns hier noch in der Gegend aufhalten sollten, geben Sie uns Bescheid, ansonsten rufen Sie die Leitstelle an. Können Sie ruhig über 110 machen. Alles klar. Ja? Ich rufe auch mal ein paar Freunde an. Also jetzt mache ich mir echt. Rufen Sie mal. Gute Idee. Ne? Alles gut. Ja. Super. Okay. Danke. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Ja, machen wir. Ja, wir gegenseitig. Wir fahren jetzt los. Danke. Mhm. Jo. Danke. Und lass uns fahren. Nee, wir fahren nicht. Warum? Was ist los? Ist das nicht die Karre, die in den Unfall verwickelt war? Alter, das stimmt. Mark Westerhofen entdeckt Blutspuren am Unfallwagen. Wollte der angebliche Helfer den verletzten Rollstuhlfahrer vielleicht gar nicht ins Krankenhaus bringen, sondern den Unfall vertuschen und ihm etwas antun? Also die Einsatzkräfte vor Ort hatten wirklich alle Hände voll zu tun mit ihren Ermittlungen, beziehungsweise mit der Feststellung, wo sind diese Beteiligten alle? Das Handy des Herrn Noltes wurde geortet an einem Krankenhaus, Ermittlungen im Krankenhaus ergaben, dass da aber gar keine Personen vorstellig geworden sind. Weiter konnte das Fahrzeug von Herrn Nolte bei der Wohnanschrift des Herrn Weiß festgestellt werden. Hier macht aber die Lebensgefährtin von Herrn Weiß ganz seriöse Angaben, dass sie alleine zu Hause ist und dass sich weder ihr Lebensgefährte noch der Herr Nolte da befindet. Also da mussten die Kollegen schon wirklich alles aufweisen. Herr Nolte ist Ihr Mann. Ja. Genau. Genau. Ja. Der hat aber auch schon mal mit der Polizei zu tun. Ja, wegen Betrug. Ja, aber das sind ganz alte Geschichten. Ja. Also die. Ja, 2020, so alt ist es jetzt auch noch nicht. Ja, aber. Das ist jetzt ein Jahr her. Aber Sie wussten davon. Er hat sich geändert. Also er macht sowas nicht mehr. Was war das denn damals? Wissen Sie da zufällig? Ja, das war so Scheckbetrug beim Gebrauchtwagenverkauf. Aber wirklich, er ist jetzt ein total hilfsbereiter, netter Mensch. Und ja, jeder baut ja mal Scheiße und macht Fehler. Also ist aber nur verurteilt worden, im Gefängnis war er dafür nicht. Ja. Nein. Uns ging es ja darum, den Herrn Weiß zu finden. Er war Opfer eines Verkehrsunfalls. Der Herr Noll wollte ihn ins Krankenhaus bringen. Da sind sie nie angekommen, sind auch über Stunden jetzt nicht erreichbar gewesen. Der Herr Nolte war polizeilich schon in Erscheinung betreten wegen Betruges. Seine Frau hat zwar gesagt, er hat sich geändert, es ist alles ganz anders. Das ist schon Ewigkeiten her, es war aber nur ein Jahr. Und in einem Jahr verändert man sich nicht extrem. Es kann natürlich sein, dass der Herr Nolte hier mit dem Herrn Weiß auch etwas vorhat, was nicht rechtens ist. Ich meine, kann ja schon sein. Ich meine, vielleicht erzählt der Mann ja Ihnen nicht alles. Kannst du alle aufdrücken, bitte? Wollen Sie jetzt damit andeuten, das wäre irgendwie Absicht gewesen? Feste, hallo. Ja, Dankeschön, guten Tag. Mein Name ist Helmel. Ich möchte Anzeige erstatten. Das heißt, ich fühle mich verpflichtet dazu, Anzeige zu erstatten gegen einen Kunden. Kunden von was denn? Ich bin im Jobcenter tätig. Ah, okay. Und ich habe gerade was gesehen, wo ich dachte, ich sehe nicht richtig. Okay. Ich gehe mal gerade mit Ihnen ins Büro, ne? Dann kommen Sie mal ganz kurz mit. Ja, gerne. Soll ich Tür zumachen? Ja, können Sie ruhig zumachen. Nehmen Sie mal Platz. So, den ganzen Morgen war Ruhe und jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Ja. Sie sind die Frau? Helmel, Franziska Helmel. Ja. Und Sie sind beim Jobcenter? Ich bin beim Jobcenter tätig und betreue einen Kunden, der im Rollstuhl sitzt. Und ich war gerade in der Stadt unterwegs und traue meinen Augen nicht. Ohne Rollstuhl, locker leicht, rennt er da durch die Gegend. Okay. Und ein Glück hatte ich mein Handy in der Hand und konnte das filmen. Das kann ich Ihnen gleich gerne zeigen.
Und ja, er hat alle staatlichen Förderungen von mir bekommen, weil der hat mir einfach leid getan. Und er bekommt die Förderung, weil er im Rollstuhl sitzt. Er ist pflegebedürftig, richtig. Und Sie glauben jetzt, dass er da Schindluder betreibt? Ich glaube, der ist nicht pflegebedürftig, so wie der aussah, ist er nicht pflegebedürftig. Wie heißt er? Sascha Weiß. Sascha Weiß? Ja, ich habe hier auch die Akte extra noch vom Jobcenter geholt. Ja, darf ich mal ganz kurz sehen? Ja, sehr gerne. Ich darf da auch reingucken. Sie dürfen reinschauen, Sie sind ja Polizist. Es ist ja, gut, Betrug. Der Datenschutz hört ja manchmal bei uns auch auf. Ja, aber gut, bei Betrug. Das ist ja alles gerade, weil ich hier nicht. Also, das ist ja Sozialbetrug. Das sind Leistungen, genau, das ist ein Sozialbetrug. Ja, also so geht's nicht. Also, ich habe ja viel Mitleid und viel Verständnis und so geht's nicht. Der Patient ist an Multiple Sklerose erkrankt und ist seit 2016 pflegebedürftig. Ja. Und Sie glauben, das ist nicht so? Nee, so wie der aussah, ist es nicht so. Jetzt sind wir natürlich beides keine Mediziner. Nein, aber schauen Sie selbst. Mhm. Er sieht ja fit aus eigentlich. Sieht ziemlich fit aus, ja. Also er hat nicht gehört. Auf einmal ist er weggelaufen. Ich bin ihm dann nachgelaufen, habe ihn aber dann nicht mehr gesehen. Okay. Und dann bin ich schnell zum Jobcenter und habe die Akte geholt und fühle mich wirklich verpflichtet, diesen Sozialbetrug anzuzeigen. In Köln-Kalk wollen die Kommissare die Lebensgefährtin zudem mit blutbeschmierten Unfallwagen befragen, als sie Schreie hören. Hast du da auch gehört? Das war aber nicht die Klingel, ne? Hallo? Polizei, machen Sie auf! Hast du deinen Türöffner dabei? Mach mal. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Geht's jetzt. Zurück, zurück. Weg, weg, weg. Weg, weg. Weg, Frau Lange. Weg, 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 weg. Du solltest die Arbeit halten. Okay, okay. Legen Sie das Messer weg. Messer weg. Das Messer runter. Legen Sie das Messer runter. Legen Sie das Messer runter, habe ich gesagt. Und dann? Was wollen Sie denn nochmal? Lassen Sie den Mann in Ruhe. Der ist verletzt. Der muss verarztet werden. Dem passiert gleich noch was Schlimmeres. Lassen Sie den Mann los. In was für eine Situation wollen Sie sich denn da reinmanövrieren? Wollen Sie jetzt hier vor uns? Ist alles egal. Wollen Sie vor unseren Augen zum Mörder werden? Sie zurück, Sie zurück. Hauen Sie ab. Sie wollen sich doch wohl nicht zu einem Mörder machen, direkt im Angesicht der Polizei. Warten Sie mal auf. Ich lege meine Waffe mal gerade mal weg. Alles der gut. Kollege legt die Waffe weg. Okay. Ich lege die Waffe weg und Sie legen Ihre Waffe auch weg. Sie wissen, was hier passiert, wenn Sie das nicht tun, wenn Sie den Mann... Hören Sie zu! Wenn Sie den Mann nicht loslassen, ich sage Ihnen jetzt das Szenario, was passieren wird. Sie gehen auf den Mann weiter ein, Sie verletzen den und dann werden Sie wahrscheinlich von uns an- oder erschossen werden. Und dann war's das. Haben Sie Familie, haben Sie Kinder mal dran gedacht? Das kann man ganz einfach regeln, ganz einfach, aber so nicht. Lassen Sie den Mann endlich in Ruhe. Lassen Sie los, legen Sie das Messer runter. Komm, sei vernünftig. Und jetzt zurück, 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 einfach zurückgehen. Zurückgehen und auf den Boden, auf den Boden, auf den Boden, auf den Boden, auf den Boden. Okay, okay, einfach nur. Ah, da kannst du mal gerade kommen, bitte. Ich wollte Ihnen auch das Handy bringen, weil das war ja hier. Ja, danke schön. Hast du abgeschickt. Kann ich es wegstecken? Ja, wir brauchen es nicht mehr. Erstmal. Mal hier. Dann ist hier so eine Bescheinigung, dass der an Multiple Sklerose erkrankt ist, pflegebedürftig ist. Mhm. Nur was mir jetzt aufgefallen ist, was die Kollegen mir eben gesagt haben, die Ärztin hier, die Frau Lange, Astrid Lange. Das ist eine betreuende Ärztin. Ja. Ist eine betreuende Ärztin? Ja. Ist aber auch gleichzeitig Lebensgefährtin. Sehr interessant, ja. Haben die gemeinsam Sache gemacht oder was? Und hier fehlt ja auch ein Art Stempel, also ich muss einen Stempel drauf. Ja. Na, das ist jetzt schon mal was Interessanter. Oh. Ne? Das heißt, ja, die haben gemeinsam dann bei Ihnen Leistungen erschlichen. Klären Sie uns doch jetzt mal bitte auf, mit wem wir es hier zu tun haben. Wer von Ihnen ist der Herr Weiß? Wer ist der Herr Nolte? Hier. Okay. Was ist mit meiner Frau? Ja. Was ist meine Frau? Ah, das ist in Ordnung. Herr Weiß, erzählen Sie uns doch jetzt mal bitte, wie wir in diese Situation hier kommen. Er hat mich angefahren. Wollte mich dann zum Krankenhaus fahren und hat rausgekriegt. Was hat er rausgekriegt, dass ich nicht im Rollstuhl sitze und wollte es verraten. Doch. Das hat aber nicht nur er rausgekriegt, das hat mittlerweile die Dame vom Jobcenter, die bei uns auf der Wache ist, auch schon mitbekommen.
Ich sag mal so, die Leute, die wirklich Leistungen bekommen sollen aufgrund irgendwelcher Krankheiten oder sonst irgendwelcher Gebrechen, die sollen ihre Leistungen auch beziehen. Und das gibt schon Gründe und Regeln dafür, wie die zu beziehen sind. Wenn man natürlich so eine kriminelle Energie hat und hier jetzt vortäuscht, MS zu haben, in einem Rollstuhl zu sitzen und dann kommt man in so ein Haus rein und sagt, meine Güte, also das, was hier also rumsteht, das ist etwas, was ich mir nicht leisten kann. Da platzt mir der Kragen und ich glaube, die Leute gehören richtig bestraft. Der vermeintliche Rollstuhlfahrer und seine Freundin stecken unter einer Decke und müssen sich vor Gericht verantworten. Der von ihm überwältigte Helfer ist nur leicht verletzt.